Hallo liebe Freunde der offenen Daten. Wir vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg freuen uns, euch unsere Sammlung Hieber mit Flugblättern aus der Revolutionszeit 1918 bis 1920 zur Verfügung zu stellen. Die Sammlung umfasst Scans und Metadaten von etwa 160 Flug- und Extrablättern, die ein Jugendlicher während der Ereignisse rund um sein Zuhause am Marienplatz in Stuttgart einsammelte. Im November 1918 steht Deutschland vor der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Der Waffenstillstand wird verhandelt. Nach 4 Kriegsjahren mit Hunger, Zensur und Tod forderten Soldaten und Arbeiter den Frieden, die Freiheit und die Republik. Damit begann die Revolution 1918-19. Mit ihr ging die Meinungs- und Pressefreiheit einher. 1919 fanden zum ersten Mal freie, gleiche und geheime Wahlen für Männer und Frauen im Land statt. Alle politischen Akteure verbreiteten Forderungen, Informationen und Falschmeldungen, Meinungen und Propaganda. Der Konflikt um die staatliche Neuordnung wurde mit dem gedruckten Wort, mit Protesten und mit Demonstrationen, mit Streiks und Fabrikschließungen, meist friedlich, aber auch mit Gewalt ausgetragen. Im Bestand werden Themen, Akteure und Orte genannt. Die Konfliktlinien und der Verlauf der Ereignisse treten hervor. Ein wichtiger Bestandteil sind auch Materialien aus den Wahlkämpfen aller Parteien. Die Sammlung zeugt damit von Politik und Alltag in Württemberg während der Anfänge der ersten Demokratie.